Sehr, sehr schön. Rathalos ist erledigt. In Yokomo wollen wieder Leute mit mir reden. Schauen wir gleich mal hin, wer das denn so ist. Wer da jetzt genau was von mir will. Wahrscheinlich haben wir die nächste Rathalos-Quest wieder. So wie ich dieses Spiel kenne, wird es wohl so sein. Fußbad. Es ist das Fußbad. Es ist die Surferkatze. Okay. Schauen wir mal, was hast du zu sagen? Hey du, Jägerkumpel. Ich hatte da mal einen ernsten Gedanken. Wie schmecken Wolken eigentlich? Ich meine, die sind doch so total, also weit oben und so. Und echt fluffig. Fluffig ohne Ende. Aber da ist auch dieser Rathalos. Total der Stresser. Echt jetzt. Will doch nur Wolken sehen. Meinst du, ich meine, kannst du dem nicht irgendwie sagen, dass der mal chillen soll oder so? Ich will doch nur, ich meine, also Wolken. Ich will doch nur meine fluffigen Wolken. Dieser Kater, ne? Ist, glaube ich, mein neuer Lieblingscharakter aus Generations. Gut, wir werden uns um den Rathalos kümmern, dass der Surfkater seine Wolken sehen kann. Gut. Das ist doch meine Aufgabe. Wir kämpfen für sonst irgendwelche Sachen, für unnötiges Zeug. Manche wollen Pelze, manche wollen ihre Ruhe. Er will einfach bloß Wolken sehen. Und da stehe ich voll dahinter. Da stehe ich einfach mal voll dahinter. So, Wolken. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Monster wir machen. Kein Rathalos. Das, weil der ist wirklich ein Stresser. Der Rathalos ist wirklich ein Stresser. Jage einen Rathalos. Ödnisinsel. Okay. Ganz cool. Kann man eher auf ihn draufspringen als jetzt hier im Vulkan. Das war halt das nächste Problem. Ich hatte ihn in jedem Gebiet, hatte ich ihn dort, wo ich nicht auf ihn draufspringen konnte. Das ist halt auch immer das Blöde. Ja, zweimal Monster besteigen und umwerfen. Ich schaff's nicht mal einmal. Vielleicht sollte man manche Quests wirklich mit dem Aerial-Stil machen. Wäre vielleicht besser. So, dämonische Dreifaltigkeit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal von oben nach unten durch. Ich will heute eh nicht mehr so lange machen. Das heißt, vielleicht das hier noch und dann ganz zum Schluss nochmal den Garuga. Wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Dann können wir uns vielleicht das nächste Mal schon auf unseren ersten, ja, auf unsere erste Top 4 stürzen. Bin ich ja sehr gespannt. Der Astalos. Oh je. Vor allem genau das Monster, von dem ich am wenigsten gesehen habe. Das ist halt das Problem. Ich denke, am meisten habe ich noch vom Mizutsune gesehen. Oder vom Glavenus. Weil mit denen habe ich mich ja wirklich mal angelegt. Astalos ist ja bloß an mir vorbeigeflogen. Und ja, der Gamot ist einmal auf mich draufgetreten und dann war's das. Also von dem her schwierig. So, die haben eigentlich eine Eisschwäche. Ich würde aber ganz gerne noch mal gucken, ob sie vielleicht auch eine Wasserschwäche haben. Das ist... Eigentlich Wüstenviecher, Eisschwäche ist klar. Nur vielleicht ja irgendwas. Und eine Feuerschwäche ist ja auch immer eine Möglichkeit. Oh, Luggy, stimmt. Rathalos will ich mir angucken. Okay, das gefällt mir irgendwie. Was hast du? Komm schon. Nur Klopfer? Du willst mich verarschen, oder? Das Ding hat nur Klopfer? Angriff und Klopfer. Jetzt nicht wirklich schöne Fähigkeiten. Block- und Ausdauererholung. Das passt ja null zum Lagiacrus. Die Ausdauererholung vielleicht, aber Block? Wo macht denn Lagi Block? Na gut. Oh, da ist es aber. Es sieht so hässlich aus, aber es hat Gehör und Fechten. Ich muss gucken, wie gut das ist. Kann ich mir eigentlich Fechten machen? Das will ich mal kurz nachgucken bei Dekoration. Kann ich mir ja schon Fecht-Dekoration machen? Bestimmt nicht. Das wäre irgendwie auch viel zu übertrieben, so früh im Spiel. Schärfe wegstecken. Na, wir haben schon einige, aber... Experte, Klopfer, außer... Ich müsste mal gucken, was wir dafür brauchen. Sieht aber schlecht aus. Ja, schade. Das heißt, wir müssen die Rüstung entweder ganz komisch kombinieren oder halt gar nicht. Gut, ich wollte aber nach einem Niemelsen aufgucken, genau. Das war das. Du hast eine Feuerabwehr, Donner. Donner eher noch als Schwäche. Donner mehr als Wasser. Da
Das ist es. Dann vergleiche ich mal mein Langschwert mit meinen Doppelklingen, weil Nibelsnarf kann man natürlich auch schön mit Doppelklingen wegkomboen. Vor allem, wenn er schön liegt, beziehungsweise wenn man rausangelt. Dann sollte er da ziemlich erledigt sein. Seifige Hackbeil hat mehr grüne Schärfe. Mehr Schaden. Also mehr Elementschaden. Die Typ 51 hat halt Verteidigung dazu. Das denke ich aber ist jetzt nicht so wichtig bei ihm. Ich könnte auch hier die Flutschaft nehmen. Aber hier ist es halt ähnlich. Gut, 20 Schaden mehr. Dafür 15 Elementschaden. Elementschaden ist da mehr. Das heißt, zählt ungefähr gleich viel, glaube ich. Und die Schärfe ist halt besser. Also nehme ich das eifrige Hackbeil. Das ist schon entschieden. Gut. Vor den Monstern, ich meine, es sind drei. Sind es drei hintereinander? Wahrscheinlich schon. Es würde mich echt überraschen, wenn drei Monster gleichzeitig kämen. Fände ich mega, muss ich sagen. Fände ich echt cool. Aber ich glaube, das gibt es nicht in Monster Hunter. Drei Monster gleichzeitig. Ich weiß es zumindest nicht. Aber normalerweise sind es entweder immer zwei oder halt eins. Gegengifte brauchen wir nicht mehr. Kaltgetränke brauchen wir schon. Der kommt definitiv in der Wüste. Beruhigungsbomben brauchen wir jetzt wirklich nicht. Den muss ich nicht farmen. Nullbeeren für Wasser. Kaltgetränke bekommen wir auch gestellt. Dort ist es ja auch nicht sehr warm. Ja gut, das war's eigentlich soweit schon. Ach, viel mehr brauchen wir gar nicht. Gegessen haben wir? Yep. Na dann, auf geht's auf ein paar, Nibelsnarf. Kriegen wir auf jeden Fall schon hin, würde ich sagen. Das sind ja jetzt nicht so die schlimmsten Monster. In den Dünen wurde eine Gruppe von drei Nibelsnarf gesichtet. Das kann ganz schön Ärger bedeuten. Aber sicher ist, dass sich irgendjemand um diese drei übergroßen Kaulquappen kümmern muss. Die armen Viecher. Drei übergroße Kaulquappen. Ja, gut. Wie viele Bomben? Zwei. Das heißt, einen müssen wir ohne Bombe erledigen. Ich hätte natürlich welche mitnehmen können, aber naja, egal. Das heißt, jeweils einen können wir mit einer Bombe erledigen und den dritten dann halt mit den Schallbomben. Wobei ich nicht ganz weiß, wie Schallbomben beim Nibelsnarf funktionieren. Habe ich das letzte Mal rausgefunden? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, dass ich nicht gegessen habe. Aber ich habe definitiv gegessen. Es war bloß, keine Ahnung, weil der Balken irgendwie nicht lang genug war. Aber da war ich vielleicht für Ultimate gewöhnt. Dass der Balken halt immer voll ist. Kommt ja aber, denke ich, auch bald hier. Also der komplett volle Balken. Sollte Nibelsnarf nicht hier? Ja, guck mal. Dort sind schon die Häufchen und dort sehe ich ihn schon. Wunderschön. Guten Tag, Nibelsnarf. Jetzt muss man halt bloß ein bisschen aufpassen. Wir werden anstupsen. Okay. Na dann, auf geht's. Das war merkwürdig. Ich verbuddel mich, um mich dann nicht mehr zu verbuddeln. Da wollte ich gerade so schön seitlich rollen. Dann wäre ich da bestimmt sogar weggekommen. Das hätte ich aber bloß eine Millisekunde früher machen müssen. Okay. Jetzt geht das los. Oh Gott. Mach den Laser. Oder mach einfach gar nichts. Ja, der Laser, sehr schön. Und das sind halt genau solche Momente, wo man den so zerlegen würde mit Doppelklingen. Aber ja, auch mit dem Langschwert geht das. Nein! Ach. Ich hasse das. Okay. Ja, kann natürlich auch manchmal ganz fies sein. Ah. Sieht immer so dämlich aus, mit seinem, wenn er seine Zähne zeigt. Oh Gott, nein, au. Ich habe nichts gesagt, tut mir leid. Ja, der macht natürlich, wenn man ein bisschen unvorsichtig ist, auch schon ziemlich gut Schaden. Muss man sagen. Schade. Wäre super gewesen, wenn er dort dann geblieben wäre. Aber er kommt, glaube ich, wieder. Ah, nicht ganz. Da komme ich nicht hin. Mit dem Doppelkling ja, mit dem Langschwert nein. Na gut. Dann müssen wir halt weiterhin so kämpfen. Aufsteigen wäre zwar cool gewesen, nicht schon wieder. Ach.
Das ist aber halt auch, ich will ihm halt nicht, nicht am Kopf angreifen, weil das ist halt noch mehr Selbstmord als am Rücken. Weil dann schnappt er halt eh immer zu. Da kann ich doch jetzt mal. Auf die Nase! Nice. Da wenigstens mal einen Schaden. Und vielleicht nochmal einen. Yes! Na also, guck mal. Geht doch. Ich komme doch noch auf Monster drauf. Das könnte es aber schon gewesen sein, weil er macht das ziemlich lange. Okay, Glück gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon. Und das war's. Wunderschön. Elanentladung. Und dann voll ins Gesicht. Das muss doch voll wehtun. Aber nein, nicht einfach bloß ziehen. Ah, das war so blöd. Ich hätte einfach gleich die schöne Kombo machen sollen. Da ist der Agro, aber das hat auch definitiv gut Schaden gemacht. Flüchtet er? Wahrscheinlich, ne? Nee. Nee, er ist noch da. Die große Frage ist echt, ob ich vielleicht nicht einfach bloß ganz normal kämpfe und dann für die anderen beiden die Bomben aufheb. Bomben können halt auch ganz schief gehen beim Nibelsnarf. Das ist halt das Nächste. Deswegen, man muss es ja nicht unbedingt darauf herausfordern. Das könnte gefährlich sein. Wo bist du? Oh, direkt unter mir. Okay. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Kurz mal in erste Hilfe. Mach mal bitte mal wieder deinen Laser. Das ist halt echt dein schönster Angriff. Das ist immer ein bisschen uncool, wenn... Ah. Okay, nein. Wieso tust du da... Oh Gott. Ja, toll. Weil ich da drunter gesprungen bin. Dankeschön, Spiel. Das war bloß das Jubelhorn. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Nee, ich brauchte keine Heilung. Ich brauchte ein bisschen Jubelunterstützung. Und wieder rein. Schade. Und jetzt weg. Mein letzter definitiv auf mich abgesehen. Ja. Aber es sollte doch auch nicht so viel aushalten, oder? Ich meine, es sind drei Stück. Das ist halt das. Jetzt ist er aber weg, oder? Nee, immer noch nicht. Oh Gott. Kam er direkt vor mir. Dass er immer auch noch nicht flüchtet. Das ist halt das Merkwürdige dran. Das sah interessant aus. Ich weiß nicht, was das komische Effekte bei ihm waren. Was tut er denn? Und seitlich trifft es halt auch noch. Das ist... Du musst echt wirklich direkt vor ihm stehen. Dann geht das. So, ich nehme mal die Erste Hilfe Plus. Also Nibelsnarf, du bist schon ein heftigeres Vieh, als ich dachte. Also für drei halt. Das meine ich halt. Nein, nicht die Elan-Entladung. Ich habe aufs Falsche geklickt. Ich wollte eigentlich den Sakura-Hieb. Na gut, okay, er humpelt. Okay, dann passt alles. Jetzt, wo er humpelt, dann, wie gesagt, dann passt alles. Na gut, es hat auch ihn getroffen. War zwar nicht unbedingt so gewollt, aber okay. Du gehst in diese Richtung. Oh, du drehst dort ab. Oh, das ist gemein. Wieso kannst du unter Wasser graben? Wäre es in der Nacht, dann könnten wir einfach so rüber. Aber leider ist es ja Tag. Ist zwar echt immer wieder cool, dass es sich da ändert, Tag und Nacht. Also dass man einmal diesen Übergang hat und dann am anderen Mal nicht. Aber ist halt immer ein bisschen uncool, dass man dann rennen muss, wenn man Monster hier in der großen Wüste erledigt. So. Oh, du bist auch aus Guardian gekommen. Wie lange hast du denn bitte gebraucht? Nein, okay, ich wollte gerade sagen, wieso komme ich da nicht mehr durch? Ich komme an manchen Stellen doch noch durch. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt meinen Elan nicht mehr habe, ne? Ich wollte gerade sagen, bist du schon wieder weg? Sah fast so aus. Nein, du machst den Laser. Das ist sehr gut. Oh Gott, ich bin zu nah dran. Okay, Glück gehabt. Ich war zu nah dran, weil er ihn seitlich macht. Jetzt wurde ich voll gesabbert. Toll. Ach, und der ist überall gepanzert. Stirb doch jetzt bitte einfach. Nein, au. Hm.
Na gut, dann schärfe ich halt, meine Güte. Oh. Hier soll ich sicher sein. Yep. Für dich werde ich jetzt nichts mehr Besonderes benutzen oder sowas. Du bist so gut wie tot. Ja, brauchst jetzt gar nicht einen auf Chef machen. Komm da hoch und weg. Was ist das für Glitzerzeug dorthin? Das ist wahrscheinlich eben bloß von den Katzen. Na, ist schon wieder weg. Ugh. Der ist ähnlich ätzend wie der Rattalos, muss man einfach so sagen. Kommt schon irgendwo nah dran. Okay, das gibt aber den seitlichen. Also er geht da wieder zur Seite. Ja. Aber ich stehe hier gut. Na, also. Nummer 1 erledigt. Das waren jetzt aber halt fast 10 Minuten. Das ist das Krasse dran. Okay, aber für die nächsten haben wir ja bessere Möglichkeiten. Okay, jetzt. für die nächsten haben wir ja bessere Möglichkeiten. Wir haben jetzt noch 2 Bomben. Beide Sachen unten aufgeladen. Das ist schon mal das sehr Gute. Bis der nächste Spawn definitiv auch noch weiß. Also wir werden halt immer stärker. Das ist es. Und das ist das Schöne am Langschwert. Das ist halt mit jedem Monster wird man halt immer auch ein bisschen, also zumindest beim zweiten Monster ist man meistens immer ein bisschen stärker als am Anfang. Wenn zumindest alles irgendwie nach Plan läuft. Wenn es furchtbar läuft, dann kann es natürlich auch, anders sein. So, sammeln wir hier nochmal ein bisschen Kräuter ein. Dämmergraswurzel passt schon. Eine Pfefferschote. Alles drei jetzt nicht das ultra gute Zeug. Aber von mir aus. Wenn man es eh schon mitnehmen kann. So. Hier sollte er doch spawnen, oder? Generell eigentlich schon. Haben wir noch 2 Farbbälle. Da ist er ja schon. Wunderbar. Dich können wir jetzt auch einen Farbball werfen. Ja, ja, ist gut. Mach keinen Stress. Das hat dein Kollege gerade schon gemacht. Ich habe echt gerade ein bisschen Sorgen, wo ist es? Dort ist es. Dass es vielleicht nicht reichen könnte. Mit der Heilung. Ja, wobei, wir haben ja kein Dings. Ich wollte gerade sagen, mit der Heilung und sowas, aber wir haben ja bisher noch keinen Megatrank getrunken. Wird natürlich ein bisschen knifflig, ist klar. 3 in Folge zu besiegen. Auch vom Nibelsnarf. Aber so grundlegend geht das schon. Oh Gott, das gibt auch den seitlichen. Aber ich habe immer noch die Ladeladung. Das kann helfen. Ah, schade. Das war super knapp. Ich wollte aber eigentlich gerade noch auf Rot kommen. Jetzt bin ich leider bloß wieder auf Gelb. Aber hey, wenigstens sicheres Gelb. Und trotzdem getroffen. War klar. Will ich jetzt mal mit der Fassbombe probieren soll? Ich probiere es einfach mal. Guck mal. Happa, happa. Na, ja, so viel dazu. Happa, happa. Hallo, Nibelsnarf. Wunderschön. Ich brauche aber kurz das hier. Oh nein, 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 nein. Wieso ist es so weit hinten? Das ist jetzt gar nicht gut. Angel. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja. Was? Ach, ich hasse das. Man muss halt instant an dem dran sein. Ansonsten geht das nicht. Jetzt habe ich habe einfach bloß Zeit verbraucht und Schaden kassiert. Wie gesagt, ich hasse das, dass das so ist. Dass man da so instant an ihm dran sein muss. Ist echt eklig. Schade. Es hätte sogar beinahe funktioniert, aber da braucht man halt auch irgendwie den richtigen Takt oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man das genau machen muss. Die Fassbombe hat bestimmt ein bisschen Schaden gemacht, aber wir hätten so viel mehr rausholen können. Das ist es halt. Okay. Mach halt einfach gar nichts. Zack, zack. Voll auf die Nase. Okay, das macht mir einfach mal so gar nichts. Sehr schön, da nochmal drauf. Und das ist jetzt halt schon Schaden, den wir dem vorherigen gar nicht machen konnten. So schnell. Und wie gesagt, da ist dann halt das Langschwert richtig gut. Weil, klar, bei anderen geht es natürlich auch. Ich meine, die Doppelklingen haben dann auch den Dämonenmodus. Ist logisch. Jetzt zum Beispiel. Aber manche anderen Waffenarten haben dann halt gar nichts. Oh, sag mir nicht, dass du schon pennen gehst. Das wäre richtig krass. Aber wie gesagt, manche anderen Waffenarten haben dann halt wenig andere Möglichkeiten. Ich glaube, der geht echt schon pennen. Was zur Hölle haben wir denn mit dem angestellt? Das ist ja viel zu übertrieben.
Das war ein bisschen angreifen, dann die Fassbombe, dann Sakura-Hieb auf die Nase. Eine schöne Kombo in den Rücken und dann war's das. Wow. Dafür, dass der andere knapp 10 Minuten gebraucht hat, hat er jetzt, glaube ich, 2 gebraucht. Ach nee, oder frisst er bloß was? Ist ein Wilson auf einen Aasfresser? Keine Ahnung. Es gibt doch bestimmt noch andere Stellen, wo er fressen kann, oder? Ja, jetzt komm. Okay. Hier hinten ist man sicher. Hätte mich jetzt aber irgendwie auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Wenn er da... Ich weiß es jetzt nicht, ob er schon pennen wollte, aber es sah eher so aus, als wollte er fressen. Gehumpelt hat er ja definitiv nicht, aber er ist auch nirgendwo hin, um zu humpeln. Er war ja direkt schon dort, um zu flüchten. Okay, gab bloß den geradeaus, da war ich mir jetzt nicht sicher, deswegen muss ich nochmal wegrollen. Aber er hat es zu langsam aufgeladen, also zu schnell aufgeladen für den Großen. Hätte ich eigentlich mit rechnen können, aber da wollte ich auch nochmal sicher gehen. Ja, wieder Schärfe runter. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Kommt jetzt drauf an, wie viel er noch aushält, aber da komme ich nicht mehr durch, nee. Das macht keinen Sinn. Ich habe ja nochmal einen Mini-Wettstein. Nochmal einen schönen Sakura-Hieb auf die Nase. Kommt drauf an, was er macht. Den großen, nee, den kleinen. Das geht also. Zack, zack. Sehr schön. Da nochmal ein bisschen unterbrochen. In der Anladung spare ich mir gleich wieder. Für das nächste Vieh ist es echt ganz gut. Weil jetzt haben wir auch gerade wieder Elan. Wow, wie ist alles, wie... Na gut, die meisten Schläge zumindest gerade eben gerade noch so getroffen haben. Gerade noch so am Ende. Sehr schön. Habe ich doch noch gut Schaden rausgehauen, obwohl es fast eigentlich, ja, komplett blöd war. Oh Gott. Okay, aber er hält deutlich noch, also noch deutlich mehr aus, als ich dachte. Jetzt. Ach. Ich dachte ja wirklich schon, dass er jetzt tot wäre, aber das passt jetzt. Er ist hier also wirklich bloß früh hingegangen. Du hast mich echt noch getroffen? Wow. Und gleich wieder runter. Das ist jetzt natürlich echt uncool. Okay. Ah, ja, toll. Super. Gut, dass ich einen Trank genommen habe. Es wäre ansonsten das Ende gewesen. Wie gesagt, dass er mich dort noch getroffen hat. Das war echt eine fiese Sache. Oh Mann. Ja, okay. Bei ihm kann man es aber auch nie so wirklich sehen, sage ich mal, was er denn jetzt genau tut. Also wie er jetzt genau rauskommt. Okay, jetzt humpelt er auch. Gut. Ich wollte gerade eben schon sagen, kannst du jetzt bitte auch bald mal sterben? Weil es sind halt wirklich schon bei 15 Minuten. Das ist halt schon eine, auch schon eine krasse Zeit für so eine Quest. Jetzt bist du in 1. Da ist es übers Gebiet eigentlich schon am besten. Ja, 3 Viecher in Folge. Ich dachte eigentlich, die sind dann ein bisschen schwächer. Na, sie sind schwächer, definitiv. Einer hätte so um die 10 Minuten gebraucht, denke ich. Aber, ja, wie gesagt, sie brauchen halt schon eine ganze Weile. Okay, wo bist du? Dort. Was treibst du? Frisst du irgendwas? Es war noch ein Schlag. Natürlich war es noch ein Schlag. Mann. Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Herr Mitau. Lass mich in Ruhe. Danke. Du auch. Der Krebs so, was ist da? Was hast du gesehen? Au. Lebensfluid, au. Gleich bist du nicht mehr so stressig, wenn ich dir aufs Maul hau, Herr Mitau. Dann guckst du dich um. Ich lass dich heute in Ruhe. Hast Glück gehabt. Hast Glück gehabt. Okay, Nummer 3. Und den hauen wir jetzt wirklich um. Weil große Fassbombe, simple Schallbombe. Hauen wir jetzt alles raus. Brauchen wir alles nicht aufheben. Weil langsam gehen mir die Viecher echt auf die Nerven. 3 davon sind echt einer zu viel. Also so cool ich es finde, dass es jetzt 3 Monster in Folge gibt als Quest. So ätzend ist es halt beim Nibelsnarf.
Wobei, es gibt wenige Monster, wo ich sagen würde, hey, wo ich mich darüber freuen würde, dass es drei Monster in Folge sind. Ah, je. Okay, er spawnt direkt daneben. Das kann gut sein, muss es aber nicht. Er ist durchgeschwommen. Ich hoffe mal, er kann es mit dem Sand nicht kaputt machen. Er steht halt direkt drinnen. Okay, danke. Jetzt vielleicht so ein bisschen schnappen. Jam, jam, jam. Nein. Was tust du, Nibelsnarf? Das war die falsche Richtung. Ich weiß nicht mal, ob er so fressen kann. Oh nein, bitte nicht. Okay. Wäre auch ein bisschen krass gewesen, wenn ein bisschen Sand die Bombe zerstört hätte. Aber man kann nie wissen. Bei Monster Hunter kann man nie wissen. Wie es einfach immer trifft und ich kann halt nicht sehen, wann er rauskommt. Das ist echt uncool. Komm schon, jetzt kommst du ran. Sehr schön. Frisst die Bombe. Boom. Na, nein, wie er mich direkt noch angegriffen hat. So, komm schon. Ich weiß halt auch nicht, was für Tasten man drücken muss. Da, so, ja, wunderschön. Und jetzt hast du ein riesengroßes Problem, liebe Snarf. Jetzt hast du ein riesengroßes Problem. Elane-Ladung. Sakura-Hieb. Da nochmal drauf. Und jetzt hier so und einfach durch. Zack, rot. Wunderschön. Das war jetzt eine richtig, richtig schöne Kombo. Die sollte ihm jetzt übelst Schaden gemacht haben. Ich weiß nicht, wie der Nibelsnarf agiert. Geht das zu jetzt? Nee, au. Also, dass er mich direkt angreift, passiert da gar nichts. Also muss er unterm Sand sein, oder wie? Weil es kann natürlich auch sein, oder es hätte sein können, dass es natürlich auch schon geht, wenn er... Nein, ach. Ich hasse das. Ja, ist gut. Wie gesagt, es hätte natürlich auch schon sein können, dass es auch schon geht, wenn er so halb im Sand drin ist. Kenne ich mich jetzt so nicht aus, wie das... Ah, oh, das war viel zu knapp. Wer so bei ihm ist. Jetzt? Das hat gar nichts gemacht. Vielleicht, weil er gerade im Agro ist. Keine Ahnung. Wenigstens die Bombe hat diesmal gut funktioniert. Und die hat halt auch schon gut Schaden gemacht. Okay, es gibt bloß den normalen. Sehr schön. Da können wir nochmal die Combo draufhauen. Das reicht. Nice. Sehr schön. Du bist wieder Agro. Finde ich gut. Nein, weg. Ich hasse diesen Angriff. Lass mich. Hör auf, gegen mich zu schwimmen. Ich mag das nicht. Tu einfach gar nichts. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Hup, auf die Nase. Nochmal auf die Nase. Dort nochmal ein bisschen. Die Katzen helfen auch gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Was die... Ja, schade. Was die Heilung angeht. Da helfen sie definitiv ein bisschen mit. Der ist sonst wo rausgekommen. Na gut, geht natürlich auch. Oh, der Große. Das ist jetzt, ja, richtig uncool. Danke. Danke, dass man so genau sieht, wann du damit anfängst. Kälteeffekt vorbei. Da. Jetzt hier erstmal Megatrank. Oh Gott, er frisst mich gleich. Okay. Das war weniger spektakulär. Und er ist zu weit weg. Schade. Das Wasserelement ist das natürlich auch ein bisschen arg uncool. Dass er aber halt auch direkt weitermachen kann. Und du verbuddelst dich wieder groß, oder was tust du? Also du tief, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Komplett, so muss man sagen. Ich würde ja gerne nochmal auf ihn draufspringen. Das wäre jetzt natürlich mit der Kombination auch wieder super. Aber er kommt einfach wieder nicht zu diesen Punkten, wo man es machen kann. Er ist einfach wieder sonst wo, nur nicht dort. Ah, nee, zu weit. Und auch da wieder viel zu weit weg. Weil er halt immer bloß diese großen Sprints drauf hat. Er bewegt sich halt nicht mal normal.
Aber gerade eben kann ich es halt auch wirklich vergessen, Sakura Hieb oder so zu lang. Sakura Hieb würde schon gehen, aber so eine schöne Combo geht halt gerade nicht. Oh Gott, schon 20 Minuten. Ich meine, der dritte sollte jetzt auch bald hinüber sein. Knabbert mich zwar ab und zu nochmal ein bisschen an, aber ansonsten geht das. Weil dem haben wir jetzt halt mit der Fassbomben-Kombo auch schon schön Schaden gemacht. Okay, da zusammengezuckt. Ah, komm schon. Schade. Oh Gott. Lag? Okay, da geht es wieder. Ich höre zumindest wieder Musik. Ich mache hier mal auf Pause. Hä? Ist mein Programm gerade eben abgeschmiert? Ich muss das mal gerade eben kurz neu starten, weil irgendwas stimmt hier nicht. Okay, damit geht's auch weiter. Da ist einfach gerade mal mein Programm abgeschmiert. Das hatte ich jetzt auch noch. Also Lags gab's schon ein, zweimal, klar. Aber ist wirklich komplett abgeschmiert? Na gut. Ist ja nicht schlimm, solange alles aufgenommen hat und funktioniert. Und das hat es ja. Ist ja nichts weiter dabei. So. Machen wir den Nibelsnarf noch platt. Das ist eine furchtbar ätzende Quest. Da wir wahrscheinlich eh zu keinem besseren Moment mehr kommen werden. Oh, er sabbert. Das ist interessant. Das können wir ausnutzen. Nein, 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 nein. Oh. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das getroffen hat. Nee, hat's nicht. Schade. Das war aber wirklich... Das war eine Millisekunde. Was ist da? Oh, sehr schön. Seine Kiemen zerstört. Das sind, glaube ich, seine Kiemen. Auch wenn es immer aussehen wie Öhrchen. Ich glaube, es ist eher Ersteres. Ja, das ist halt das Problem, wenn man vor ihm steht. Ich glaube, hinter ihm ist es jetzt nicht mehr so gefährlich, weil er jetzt diesen Sandangriff nicht mehr machen kann. Zumindest nicht mehr so stark oder keine Ahnung. Er humpelt, Gott sei Dank. Ich meine, es sind auch bald 25 Minuten. Also drei Monster in Folge sind schon echt eine fiese Quest. Okay, ich wollte gerade schon sagen, kommt er nochmal, aber nee, er ist weg. Oh je. Als ich die Quest angenommen habe, habe ich echt nicht damit gerechnet, dass das so heftig wird, weil ich dachte, die kippen dann halt echt ziemlich schnell um. Weil es halt drei Monster sind. Aber davon hält halt jeder doch schon einiges aus und ja, es ist halt einfach ein blödes Monster dafür. Wie gesagt, manche anderen Monster wären da deutlich angenehmer als der Nibelslav. Das wäre jetzt, als wären es drei Rattalos. Das wäre mindestens genauso eklig. So, dann hauen wir die mal auf die Nase. Sanfte Weckung. So, da nochmal ein bisschen rein. Wunderschön. Und du solltest eigentlich echt nicht mehr so viel aushalten. Hoffe ich doch zumindest. Ja, wollte die Katze gerade eben zur Heilung angehen. Ich dachte, ich komme weg mit normalem Laufen, aber natürlich nicht. Jetzt muss ich ja noch mal einen Megatrank schlucken. Das nervt. Toll, und für die Quest werde ich unendlich viel Nibelsnarf-Zeug bekommen, das ich alles nicht gebrauchen kann. Sakura Hieb. Das sollte ihn töten. Nein? Wow, okay. Eigentlich dachte ich, dass so ein netter Sakura-Hieb ihn jetzt voll erledigen wird. Ladentladung, wenn er eh gerade nicht aggro ist. Ein Laser wäre jetzt nett. Danke. Ich wollte gerade sagen, das sollte ich doch jetzt aber erledigen, oder? Das war jetzt halt wirklich eine rote Elan-Kombo. Also das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn ihr das nicht erledigt hätte. Wunderbar, wir haben es endlich geschafft. Meine Güte. Das hat jetzt aber echt gedauert. Wie gesagt, gerade 25 Minuten. Oh, für drei Monster. Ja, gut, ein paar, ja, ein bisschen hin und her abziehen, aber so, ja, gute 7-8 Minuten für jedes Vieh ist auch schon eine gute Zeit. Also ich, ja, es wäre halt besser gewesen mit Eis, ist klar. Also mit einer Eiswaffe wäre ich hier deutlich besser durchgekommen. Ist mir durchaus bewusst. Nur, ja, ich hatte halt gerade keine und die Blitzwaffe war die beste, die zur Verfügung stand. Vielleicht hätte ich doch die Doppelklinge nehmen sollen,
Die wären vielleicht an manchen Stellen echt besser gewesen. Aber hey, weiß man im Vornherein nicht. Ich bin zumindest froh, dass wir die Quest erledigt haben. Das ist so eine Quest, die man ungern nochmal machen will. Wie gesagt, grundlegend bekommen wir jetzt wahrscheinlich unendlich viel Nibelsnarf-Zeug. Aber das will ich halt gar nicht so wirklich. Deswegen, naja, ist es nicht ganz so toll. Vielleicht für irgendwas mal. Das ist auch gar nicht so viel. Panzer, Klaue, Lebensfluiden, Skalp. Okay. Eine Klaue, ein Panzer, nochmal ein Panzer. Also von dem her, ja, wie gesagt, so viel gutes Zeug war da gar nicht dabei. Oh, zwei Slots, ja bitte. Zwei Slots sind schon gar nicht schlecht. Kann man viele schöne Sachen reinpacken. So kann ich halt sehr schön auf ein paar gute Rüstungen Schärfe raufpacken, weil das ist dann schon Schärfe +4. Dann brauche ich bloß noch drei Slots und dann passt das.